Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich nun auf den Vortrag von Herrn Andreoli. Schönen guten Abend an allen. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und über ein Thema zu reden, das mich nicht nur wissenschaftlich beschäftigt hat, sondern mir ganz am Herzen liegt, weil ich aus einer Region komme, die an der Grenze zum Land Argentinien liegt, wo die Sojaproduktion in Brasilien eingeführt wurde und wo seit 1998 Gensoja eingeschmuggelt wird. Und in dieser Region werden Kleinbauern nicht mehr die Möglichkeit haben oder nicht mehr das Recht haben, herkömmliche oder biologische Soja zu produzieren. Da ist eine Geschichte, die mich persönlich betrifft, weil ich da aufgewachsen bin als Bauersohn, aber auch als Agrarberater über mehr als 10 Jahre da gearbeitet habe. Ich würde es heute als einen anderen Beruf bezeichnen, weil es nicht den Namen Agrarberater verdient hat, sondern Giftverkäufer. Eigentlich eine Geschichte, die nicht nur mich betrifft, sondern die meisten Agrarforscher Brasiliens, die mit Sozialkürzungen, Abbau des Staates oder staatlichen Strukturen zunehmend abhängig sind von Unternehmen, die Forschung finanzieren, aber auch schon das Studium und viele Möglichkeiten bieten, einen Arbeitsplatz zu bekommen, in dem der Lohn oder der Gehalt von einem Giftverkäufer vom Verkauf von Betriebsmitteln an den Bauern gebunden ist. In dieser Hinsicht würde ich das nicht mehr als Wissenschaft bezeichnen. Leider ist es so, weltweit sind 80% der Forschung im Bereich Gentechnik von den Unternehmen finanziert, die interessiert sind, diese Betriebsmittel zu verkaufen. Und ich würde sogar sagen, neue technische Probleme, die wir in der Landwirtschaft haben, werden von Seiten dieser Agrarchemiekonzerne nicht als Probleme gesehen, sondern andererseits als Lösung oder, wie Sie es so schön beschreiben, neue Forschungsfelder. Ich kann nach meiner Schlussfolgerung nur sagen, die Gentechnik in der Landwirtschaft, die Agrogentechnik, hat bisher nicht diese Versprechen eingehalten, die sie eigentlich seit 30 Jahren oder in den letzten 10 Jahren sehr massiv in die Öffentlichkeit bringt. Sie hat neue technische Probleme geschafft. Und das zwar in allen Ländern dieser Welt, in denen wir Erfahrung mit Gentechnik haben. Ich werde hier auf die großen Argumente der Gentechnik eingehen, die eigentlich immer noch von der Presse weltweit als großes Wunder versprochen werden. Das sind nämlich die Produktivität oder der Ertrag. Zweitens die Betriebskosten. Drittens die Auswirkung auf die Umwelt. Viertens die Hungerbekämpfung. Und fünftens die Abhängigkeit. Beim ersten könnte ich hier ein schönes Beispiel aus meiner Stadt sagen, aus der ich komme, die Stadt Santa Rosa im Süden Brasiliens, Hauptstadt der Soja, in der jahrelang jedes Jahr eine Messe der Soja stattfindet. Beim letzten Jahr gab es wieder eine Untersuchung, welche Bauern den höchsten Ertrag haben. Zur Überraschung aller Beteiligten waren von den 5 ersten Plätzen 4 Bauern, die Biosoja angebaut haben. Überrascht waren diese Bauern, als sie das Geschenk gesehen haben oder den Preis. 50 Kilo chemisches Düngemittel, 50 Liter Roundup. Und noch weiteren Pestiziden, die sie überhaupt nicht verwenden. Also, das ist ein deutliches Beispiel. Inwieweit? Eigentlich zerstört man den Ertrag, weil es gibt in Brasilien den höchsten Ertrag bei Soja, bei der herkömmlichen Soja. Und das gibt es schon lange. Diese Sorten sollen jetzt aber herbizidresistent gemacht werden. Und das ist das Neue an der Geschichte. Und Monsanto gibt sogar zu, es gibt keine Verbesserung an der Produktivität. Es gibt keine Ertragssteigerung. Und das wusste man ja schon lange. Sie haben ja bei der Soja, das sind 61% der Forschung weltweit,
eine Herbizidresistenz entwickelt. Das hat zunächst mit dem Ertrag nichts zu tun. Ein zweites großes Feld ist Insektenresistenz. Und dann haben wir 95% der Forschung, wenn wir diese beiden mal zusammenzählen. Beiden haben nichts mit Ertrag zu tun. Dann kommen wir vielleicht zu der Schlussfolgerung, dass Felder, die kein Unkraut haben, ertragreicher sind. Und dass Felder, die nicht von bestimmten Schädlingen betroffen sind, ertragreicher sind. Das stimmt. Aber nur, wenn Unkrautbekämpfung tatsächlich das größte Problem war. Das ist es in Brasilien nicht. Auch wenn Insektenbekämpfung oder bestimmte Insekten zu bekämpfen ein Problem ist. Und das ist es nicht immer. Vielleicht sogar wünschen sich manche, dass es ein Problem wird. Und diese Vorgehensweise würde ich als Wissenschaftler hier sehr stark eingreifen. Dass man vorher Lösungen entwickelt, damit man später, wenn Probleme da sind, vielleicht eine Lösung bereit hat. Ich finde es als umgekehrt, weil keiner dieser Wissenschaftler überhaupt erklären kann, warum diese Unkräuter ein Problem geworden sind. Oder warum es überhaupt Unkräuter gibt. Warum bestimmte Insekten Probleme darstellen. Wenn man das nicht vorher untersucht, zu welchen Lösungen soll man dann kommen? Wir haben gerade diese Vorgehensweise, die wir schon lange kennen und die zu neuen technischen Problemen geführt hat, weil sie eigentlich an einem Ökosystem sehr vieles verändert hat, was netzwerkartig funktioniert hat. Und es gibt Wissenschaftler aus dieser Welt, die eigentlich glauben, dass man isolierte Veränderungen in einem Lebewesen machen kann, ohne dass man da andere Auswirkungen hat. Und jetzt haben wir die Konsequenzen. Wir haben weltweit dieselbe Erfahrung. In Brasilien müsste man noch dazu sagen, die Ausweitung der Sojaproduktion ist ja an sich ein Problem. Diese grünen Felder, also grüne Zeichen hier, bedeutet in der Landeskarte, wo schon Soja angebaut wird. In Brasilien werden 52 Millionen Tonnen Soja pro Jahr produziert und die Brasilianer essen kein Soja. Die Brasilianer essen eher schwarzen Bohnen, Maniok und Reis. Diese Nahrungsmittel werden inzwischen importiert, damit Brasilien nach wie vor die Massentierhaltung in Europa und auch in China mit billiger Soja versorgen kann. Weil es keine Pflanze auf dieser Welt gibt, die so einen hohen Eiweißanteil hat wie Soja und die auch nicht so billig ist. Also keine andere Pflanze ist so billig auf dem Weltmarkt und in keinem Land der Welt kann man es auch so billig produzieren wie in Brasilien. Also allein diese Ausweitung der Soja ist schon ein Problem. Wir haben im Jahr 1993 10 Millionen Hektar mit Soja gehabt, im Jahr 2003 sind es schon 18 Millionen Hektar und die brasilianische Regierung schätzt bis zum Jahr 2020 90 Millionen Hektar mit Soja zu haben. Auch in Regionen, die überhaupt nicht geeignet sind, wie das Amazonasgebiet oder das Pantanal. Also riesige Ökosysteme werden zerstört, weil Brasilien glaubt, durch mehr Agrarexporten eine Außenhandelsbilanz zu verbessern, damit man letztendlich die Schulden zahlen kann, die schon mehrfach gezahlt wurden, aber die Zinsen ja so hoch sind. So haben wir wieder in dieser Geschichte Welthandel oder Globalisierung, wie es so bezeichnet wird, eine große Ungerechtigkeit, die mit dem Zugang zu Ressourcen zu tun hat und besonders mit dem Zugang auch auf Nahrung in den meisten Ländern dieser Welt. Wenn wir die Fragen des Ertrags uns anschauen, haben wir ganz deutliche Untersuchungen aus mehreren Jahren in den USA, die ganz deutlich sagen, es gibt keine Pflanze, die gentechnisch verändert wurde, die ertragreicher ist als eine herkömmliche. Das muss man ganz deutlich sagen. Es gibt bei diesen Pflanzen keine Ertragserhöhung. Bei allen Vergleichsstudien zwischen herkömmlicher Soja und gentechnisch veränderter Soja haben wir einen Unterschied von 5-10% geringere Erträge. Wie man das erklären kann, es gibt eine wichtige Synergie dieser Pflanze, sich auf die Herbizidresistenz konzentriert. Das ist einer der Gründe, ich habe aber weitere aus Brasilien, die ich da später erläutern möchte. Ganz klar, es gibt keine Ertragssteigerung bei gentechnisch veränderter Soja. Dasselbe könnte man auf andere Pflanzen auch übertragen, denn es geht nicht um Veränderung beim Ertrag. Es geht um Insektenresistenz und Herbizidresistenz. Trotzdem wird das Bild hier verbreitet, dass man eigentlich eine Ertragserhöhung hätte. Wenn es so stimmen würde, müsste die USA die höchsten Erträge in den letzten Jahren haben und das stimmt nicht im Vergleich.
Wir müssten dasselbe auch dann in Brasilien sehen, gerade in dem Bundesland, wo Gensoja angebaut wird seit 1998 durch Schmuggel aus Argentinien, weil es eigentlich illegal war. Da haben wir die zweitgeringste Ertragssteigerung mit der Gensoja. Das zweite große Argument, das Monsanto zurzeit weltweit versucht durchzusetzen, ist, dass man Betriebskosten sparen kann. Dass die Bauern jetzt durch herbizidresistenten Pflanzen oder insektenresistenten Pflanzen weniger Pestizid einsetzen würden und dadurch sparen könnten, auch weil sie weniger Maschinen verwenden und weniger Arbeitskraft. Sehr wichtig, in Brasilien wird in dieser Berechnung nie der Preis des Saatguts einberechnet. Dieser Preis des Saatguts war ja so in Argentinien nicht mit Lizenzgebühren verbunden. Anlockerungsangebot bis heute nicht durchgesetzt. Also jetzt sollen die brasilianischen Bauern anfangen, dieses Saatgut zu zahlen. Vorher war es aber eigentlich Schmuggel. Wie kann man da den Preis oder die Betriebskosten einschätzen? Ich habe es bei meiner Feldforschung festgestellt, dass mindestens oder im Durchschnitt 3-mal mehr gezahlt wurde für eingeschmuggelte Soja, was manchmal gar nicht genverändert war. Aber die Bauern haben ja das Risiko getragen und haben es so versucht. Mindestens das doppelte mehr würde ein Bauer zahlen für Saatgut, wenn er jetzt legal diese Sorten von Monsanto kauft. Wenn es so ist, dann kann man ganz deutlich die Schlussfolgerung ziehen, die Vorteile, die man beim Herbizideinsatz bei Soja hat, sie werden ganz einfach durch den Saatgutpreis kompensiert. Es bleibt also bei Null. Oder wie eine neue Untersuchung aus dem Bundesstaat Paraná sagt, die RR Roundup Ready Soja ist sogar teurer zu produzieren, 2,2% mehr Betriebskosten. Und man muss deutlich sagen, die herkömmliche Soja wird ja mit einem höheren Preis belohnt, 4% mindestens, und die Biosoja bekommt zwischen 50-70% mehr im Preis. Dann fragt man sich, wenn es keine Ertragssteigerung gibt, wenn es keine Reduzierung oder Verringerung der Betriebskosten gibt, warum sollten die Bauern das eigentlich machen? Da haben wir das Beispiel USA, das teuerste Unkrautbekämpfungssystem der Welt. Noch nie hat ein Bauer in der Geschichte der Landwirtschaft 35-40% der gesamten Betriebskosten nur für Unkrautbekämpfung ausgegeben. Und das soll der Fortschritt sein, der uns in Brasilien beigebracht wird, in Argentinien genauso, in Kanada haben wir die Geschichte schon gesehen, in Indien. Also, und jetzt soll Europa das Bild auch folgen. Ich glaube, da ist eine andere Geschichte inzwischen auch wichtig zu sehen. Die Konkurrenzfähigkeit der brasilianischen Soja ist so hoch, dass im Jahr 2004 der Verband der US-amerikanischen Sojaproduzenten den südbrasilianischen Bauern angeboten hat, $200 pro Hektar zu bekommen, wenn sie überhaupt aufhören, Soja zu produzieren, damit die Preise nicht weiter sinken. Das ist die Geschichte mit Ertragssteigerung und vielleicht ist das auch die Geschichte mit Hungerbekämpfung, inwieweit diese Argumente überhaupt noch passen. Was wir ganz deutlich sehen können, ist das hier. Wir haben in Brasilien eine riesige Zunahme des Herbizidverbrauchs, nachdem wir herbizidresistenten Pflanzen anbauen. Diese Zahlen, die ich hier habe, ich habe alle offiziellen Zahlen genommen, die ich auch in meiner Doktorarbeit bearbeite, stammen aus dem Verband der brasilianischen Industrie zum Verkauf von Pestiziden. Hier kann man es nicht deutlich sehen, dass jetzt bei Herbizide die Zunahme gerade an Roundup zuzuführen ist. Hier wird Monsanto sagen, genau das ist das Problem. Weil zu viel Herbiziden verwendet werden, wollen sie ja Totalherbiziden auf die Pflanze spritzen. Und deswegen die herbizidresistente Pflanze. Und dann könnte man hier nicht so deutlich sagen, das ist aus der brasilianischen Landesregierung, aus Rio Grande do Sul genommen und verglichen mit den anderen Bundesstaaten, wo haben wir den höchsten Herbizideinsatz? In Brasilien. Wenn das Argument von Monsanto stimmen würde, dass man weniger Herbizid spritzt, nachdem Gensoja angebaut wurde, dann hätten wir hier nicht dieses Bild. Gerade seitdem Gensoja in Rio Grande do Sul eingeschmuggelt wurde, in dem Bundesstaat, haben wir 47,6% mehr Herbizideinsatz.
Drei große Argumente, die das belegen. Erstens, Bauern, die noch nie Herbizid gespritzt haben, werden es logischerweise tun, wenn sie Gensoja anbauen, weil sonst ist das ja nicht sinnvoll. Zweitens, Bauern denken, dass man jetzt so viel spritzen kann, wie man möchte, weil ja auch die Nutzpflanze nicht mehr beschädigt wird durch übermäßigen Herbizideinsatz, angeblich. Und drittens, immer mehr Unkräuter bilden eine Resistenz gegenüber Roundup, sodass die Bauern immer mehr spritzen. Und je mehr gespritzt wird, weiß jeder Biologe, dass es eine größere Wahrscheinlichkeit gibt zu neuer Resistenzbildung, also ein Teufelskreis. In dieser Hinsicht können wir sagen, die Zunahme des Herbizideinsatzes hat dafür gesorgt, dass in Südbrasilien, wo 95% gentechnisch veränderte Soja angebaut wird, eine Verseuchung des Bodens und Wassers so stark ist, dass fast keine Wasserquellen mehr da sind, wo man nicht Rückstände von Roundup entdecken kann. Zweitens, Zerstörung der Vielfalt, Insekten, Pflanzen, Fischen und Wasserorganismen, sogar Spinnen, Fressfeinde, sage ich hier sogar Regenwürmer, die Nutzlinge sind für die Landwirtschaft, die werden durch Roundup beschädigt. Die Resistenzentwicklung von mehr als 15 Unkrautsorten, die Erosion und Auslaugung des Bodens, weil man jetzt durch die Monokultur mit Gensoja eine riesige Ausbreitung sieht. Und drei große neue Probleme. Wir haben eine Zerstörung der Vielfalt an Bodenbakterien, wir haben eine neue Wurzelskrankheit, Fusariose, und wir haben eine Verringerung der Fixierung von Stickstoff. Das ist eine andere Erklärung, weswegen Gensoja weniger produzieren als herkömmliche. Und vielleicht auch, warum Gensoja einen geringeren Eiweiß haben könnten im Vergleich zu herkömmlichen, weil nach 40 Jahren brasilianischer Agrarforschung hat man es geschafft, an den Wurzeln der Soja eine Bakterie dran zu entwickeln, Rhizobium sp, die Stickstoff aus der Luft fixiert. Diese Bakterien werden dadurch zerstört, weil man jetzt mehr als 1 Liter Roundup pro Hektar spritzt. Im Durchschnitt werden 3 Liter gespritzt pro Hektar und sogar manchmal 5 Liter. Also es führt zu einer katastrophalen wirtschaftlichen Entwicklung. Ich würde hier sagen, ökologische Probleme, die in einem Zusammenhang mit sozialen Problemen zu sehen sind. Und dann könnten wir hier auch ganz deutlich sagen, eine Verringerung der Lebensqualität der Menschen, die auf diesem Ort leben, die von diesen Ressourcen eigentlich abhängig sind und nicht mehr weiter produzieren können. Hier haben wir das Bild, es wird Herbizid gespritzt, dann freut man sich, dass kein Unkraut mehr da ist, dann hat man eine größere Wahrscheinlichkeit zur Erosion, und das ist ein großer Fluss aus Südbrasilien, Rio Jacuí. Nach einem großen Regen sieht man diese rote Farbe im Fluss, das ist der Boden, der runterkommt und in den Fluss landet. Da ist nicht nur Boden, da ist auch chemisches Düngemittel, da ist viel Pestizide drin, und die meisten Fische, die es mal da gab, gibt es nicht mehr. Das ist so eine deutliche Sache, die wir schon seit der Einführung der sogenannten Modernisierung der Landwirtschaft in Brasilien sehen, und jetzt führt das zu einer riesigen Abhängigkeit, die wir noch nie vorher so erkannt haben, noch nie gesehen haben, weil die Bauern auf einer Seite untereinander konkurrieren sollen, auf dem Weltmarkt, weil die Preise der landwirtschaftlichen Produkte sinken. Und auf der anderen Seite sollen die Bauern mit einem Monopol zurechtkommen, mit der Monopolisierung der Versorgung von Betriebsmitteln. Diese zwei Sachen kombiniert führen dazu, dass die Gensoja zur Landkonzentration in Brasilien führt, zu mehr Landflucht, zu mehr Armut und nicht letztendlich zu mehr Hunger. Von den 40 Millionen Brasilianer, die an Hunger leiden, sind die meisten Bauern. Wenn diese Bauern nicht mehr selbst produzieren können, wenn diese Bauern nicht mehr auf dem Lande leben können, werden wir selbstverständlich eine Zunahme von Hungernden haben. Und wenn diese Bauern zurzeit für 70% der brasilianischen Nahrungsmittelproduktion zuständig sind, haben wir auch noch ein Versorgungsproblem. Und es wird selbstverständlich zu mehr Hunger führen und nicht zu weniger. Wir haben da noch große Gefahren, die wir vorsehen können. Also eine Bedrohung der biologischen Vielfalt. Muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet. 6000 Hektar mit nur einer Pflanze, noch nicht mal Unkraut, nur Soja.
Intensivierung der Monokultur, was zur Gleichförmigkeit und Anfälligkeit zu Schädlingen und Krankheiten führt, Zerstörung von Pflanzen und Nahrungsketten, Konzentration auf wenige Pflanzensorten und nicht nur auf wenigen Pflanzenarten, die Gefahr der Genübertragung, und wir haben hier in diesem Bereich nicht das Recht, was manche Wissenschaftler denken, sie haben es. Es gibt keinen Wissenschaftler, der das Recht auf Kontamination hat. So sind eigentlich Freifeldversuche nach meiner Meinung ein Verbrechen, weil es keinen Wissenschaftler auf der Welt gibt, der sagen kann, wir können es wieder gut machen. Wenn man das nicht kann, anders als wie bei der Chemisierung der Landwirtschaft, wo man ein paar Jahre stoppen konnte und man dachte, jetzt wird es ein Gleichgewicht geben. Bei der Gentechnik ändert man ja was an der Reproduktion eines Lebewesens. Und das kann man nicht mehr kontrollieren. Und auch wenn alle meine Untersuchungen zur sozioökonomischen, ökologischen Situation von Bauern nicht stimmen würde, müsste ich immer noch sagen, wenn es keine Unvermeidbarkeit der Folgen gibt, kann man nicht so einfach auf freiem Feld forschen, weil die Gefahr ist viel zu groß. Wir haben in diesem Bezug eine fehlende Verantwortung, und das zwar weltweit. Bei der Soja wissen die Wissenschaftler zurzeit über 0,02% der Pflanzen. Wir wissen als Experte von Soja über Soja etwas über 20 Genen. Diese Pflanze hat 200.000. Wir wissen auch, dass ein Gen nicht nur eine Wirkung hat. So können wir davon ausgehen, dass es netzwerkartig reguliert ist. Wir wissen nicht, wie viele Gene in einem Lebewesen landen, sei es durch dieses Schrottschussverfahren, wodurch Metallpartikel angewendet werden und Gene in einen anderen Lebewesen eingeschossen werden, sei es durch Tumors, die durch Verwendung von Agrobakterien verwendet werden, wie bei der Soja, wissen wir nicht, wie viele Gene gelandet sind. Wir wissen nicht, wo sie gelandet sind. Es ist also nicht zielgerichtet. Und wenn wir nicht wissen, wo sie gelandet sind, wissen wir fast nichts über die Positionseffekte. Und wenn wir nichts über die Positionseffekte wissen, wissen wir noch weniger über Auswirkungen. Also es ist ein Feld, in dem so getan wird, als ob man es wüsste, aber die meisten Wissenschaftler, die hier isoliert versuchen, Forschung zu betreiben und glauben, das hat keine Auswirkungen auf die Umwelt, kann ich nur ganz deutlich sagen. In aller Erfahrung, die wir auf dem Feld machen, haben wir nicht die Bestätigung, die in geschlossenen Laboren stattfinden. Und wir haben das Problem, dass die meisten der Menschen in der Region, in der diese Versuche stattfinden, noch nicht mal befragt wurden. Also es gab noch nicht mal eine Abstimmung. So haben wir ein demokratisches Problem. Die meisten Menschen sind dagegen. Und ich gehe jetzt nicht da in die Debatte ein, weswegen die Menschen dagegen sind. Die haben das Recht, dagegen zu sein. Seien es Bauern, sagen es Konsumenten. Und dieses Recht wird nicht eingehalten, weil die Koexistenz nicht möglich ist. Ich berichte hier von einer Geschichte aus Brasilien, die mit einer Pflanze zu tun hat, die autogam ist. Die befruchtet sich selbst. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit zur Auskreuzung von 1%. Wir haben keine Koexistenz in dieser Geschichte, weil durch Wasser, durch fehlende Infrastruktur, die Bauern haben keine eigene Sämaschine, keine getrennte Verlagerung, haben wir eine schleichende Verseuchung bei Soja. Jetzt muss man sich das mal bei Raps oder bei Mais vorstellen. Ist ja auch bemerkenswert, dass vor kurzem die meisten Befürworter der Technik, der Gentechnik, die sich ja nicht als Befürworter mehr bezeichnen, sondern die sagen, die sind neutral. Also das ist das Zeichen, wenn ein Wissenschaftler sagt, er sei neutral, dann ist er wahrscheinlich ein Befürworter der Gentechnik in diesem Bereich. Ich sage hier ganz deutlich, die meisten Wissenschaftler haben nicht das Wissen über das, was sie eigentlich da tun. Und noch schlimmer,
Sie versuchen gar nicht mehr nach Wissen zu suchen. Das wäre ja eigentlich die Aufgabe eines Wissenschaftlers. Ich erlebe seit 5 Jahren keine Podiumsdiskussion mehr gehabt zu haben mit sogenannten neutralen Wissenschaftlern, weil sie nicht mehr konfrontiert werden wollen mit den Erfahrungen, die man schon weltweit gemacht hat mit dieser Technik. Und ich würde hier auch ganz deutlich sagen, es gibt sehr viele Widersprüche, die darauf hinweisen, dass diese Wissenschaftler nicht ehrlich forschen. Das erste Beispiel kommt aus Brasilien. Wir haben nach der Regulierung des Gentechnikgesetzes, sogenannte Biosicherheitsgesetz, sage ich Unsicherheitsgesetz, weil es nach wie vor verfassungswidrig ist. Man hat keine Umweltfolgeabschätzung gemacht, was die Verfassung verlangt. Trotzdem ist es erlaubt, also verfassungswidrig. Man hat während dieser Geschichte nicht nur Gensoja erlaubt, man hat auch die Rückständegrenze von Roundup bei Soja um 50 Mal erhöht. Warum? Weil dieselbe Wissenschaftler, die davon ausgehen, dass es eine Verringerung des Herbizideinsatzes gebe, auf der anderen Seite Lobby auf das Parlament üben, um die Rückstände von Roundup zu erhöhen, weil gerade auch während der Wachstumsperiode Roundup auf die Soja gespritzt wird und dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, Rückstände zu haben. Das war verboten in Brasilien und zwar aus einem ganz einfachen Grund hatten die Bauern es gemacht damals. Man muss sich ja fragen, warum hatten Bauern vor der Gensoja-Geschichte Roundup auf die Soja gespritzt? Weil es einen Insekten gegeben hat, der, als er die Pflanze angegriffen hat, einen Stoff reingesteckt hat, das dazu führt, dass die Soja nicht mehr reife wurde. Dann hatten die Bauern die Idee, dann kippen wir dieses Totalherbizid drauf, dann ist alles wieder trocken und dann können wir das ernten. Und dann sind die Rückstände sehr hoch bei Soja und deswegen war es verboten. Also Gensoja wurde erlaubt, verfassungswidrig, und die Rückständegrenze, die es gab, die bei 0,2 Milligramm pro Kilo lag, die ist jetzt bei 10 Milligramm pro Kilo. 50 Mal mehr, und das ist schon ein wichtiger Widerspruch. Also die Lobby von Monsanto hat sich durchgesetzt, die Rückständegrenze zu erhöhen, weil sie ja davon ausgehen, dass es mehr Herbizideinsatz gibt. Ich könnte es auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen verstehen. Ich konnte es nicht verstehen, wie vorher Chemiekonzernen sich freuen sollten über weniger Pestizideinsatz. Jetzt haben wir wieder die Bestätigung. Noch überraschender sind aber die Ergebnisse, die jetzt ganz neu kommen. Wir haben zwischen 14 bis 33 Milligramm pro Kilo Soja mit Rückstände von Roundup. Diese Soja werden exportiert. Diese Soja werden hier gefüttert. Und diese Soja, wenn sie gefüttert werden, die landen bei Tieren und die Tierprodukte werden ausnahmsweise in Deutschland, in Europa nicht gekennzeichnet. Ich würde dafür plädieren, dass man diese Rückstände hier auch untersucht, in Deutschland, inwieweit diese Soja mit Pestiziden belastet sind, weil sie eigentlich herbizidresistent gemacht wurden und die Bauern während der Wachstumsperiode Roundup auf die Pflanze spritzen. Das ist abgesehen von allen Risiken, die wir in der Gesundheit schon lange in Bezug auf Gentechnik analysieren, eine Tatsache. Wir wissen es, dass Gensoja mehr Herbizid verbraucht in Brasilien und wir wissen es jetzt auch, dass diese Soja mehr... Eine andere Geschichte, die ich immer als Beispiel ganz deutlich sage, wenn die Wissenschaftler, die sich für die Gentechnik äußern, so stark davon überzeugt sind, dass die Gentechnik die Lösung für die Probleme der Menschheit sei, dass diese Sorten so gut sein sollen, dass Biologen auf die Idee kommen, dass eine Giftpflanze gesünder sei als eine herkömmliche. Eine Pflanze, die die ganze Zeit Gift produziert, das ist die BT-Maispflanze. Wenn die Wissenschaftler sich aber trotzdem so sicher sind, dann sollten sie sich doch dafür einsetzen, dass die Menschen, die Konsumenten, wissen können, wo sie diese guten Produkte kaufen sollen. Das tun sie nicht.
Im Gegenteil. Sie wehren sich dagegen, dass man diese Produkte gekennzeichnet. Also das ist für mich wieder ein Zeichen des Widerspruchs in dieser Geschichte der Gentechnik. Und ich weiß, wie schwierig es ist, in diesem Bereich zu forschen. Ich weiß, wie schwierig es ist, Aufklärungsarbeit oder auch, sage ich mal, Medienarbeit in diesem Bereich zu betreiben. Ich freue mich sehr, dass wir das Buch herausgegeben haben, zu diesem Zeitpunkt, in dem die Debatte um Gentechnik in Deutschland auch einen großen Widerstand gebracht hat von vielen Bauern, von vielen Konsumenten, die gentechnikfreie Regionen unterstützen. Ich würde sagen, in Europa ist noch viel Zeit, Widerstand zu leisten. Leider haben wir in Brasilien schon vieles durchgemacht und vielleicht haben wir diese Chance verpasst. Es ist sehr schwierig, in Brasilien es wieder gut zu machen. Wir haben hier Probleme, die wir beweisen können. Ich habe jetzt von diesen Knöllchenbakterien gesprochen, das sind die im normalen Zustand. Diese Entwicklung, die sehr fortschrittlich ist, wird durch den Einsatz der Gensoja in Brasilien zerstört. Wir werden geringere Erträge haben und wir werden Stickstoff aus mineralen Düngemitteln vielleicht einsetzen müssen. Was dann in Kombination mit Roundup schon bekannt ist. Wenn wir Glyphosat zusammen mit Nitraten im Boden haben, dann haben wir Nitrosoglyphosat, dann haben wir einen krebserregenden Stoff gebildet. Also es kann nur schlimmer werden, wenn wir dann noch Nitraten benutzen müssen. Zweitens, man hat ja geglaubt, dass Ciba-Geigy in den 80er Jahren es geschafft hätte, herbizidresistenten Pflanzen zu entwickeln. Hier haben wir das Bild von Soja, das ist Soja in Südbrasilien, Gensoja. Diese helle Streifen hier, diese gelbe Streifen, bedeutet, dass ein Bauer da ein Pulverisator sehr lange stehen ließ und so viel Roundup drauf gibt, dass man sieht, dass es auch noch der Nutzpflanze schadet. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass die Bauern so viel Roundup spritzen werden, aber Roundup schadet auch noch den Nutzpflanzen. Ein Bild, das den Bauern sehr viel interessiert, vielleicht ist das hier unten. Das ist Gensoja im normalen Zustand in der Wachstumsperiode voller Unkräuter. Das ist Coriola oder Corda di Viola, das schlimmste Unkraut in der Sojaproduktion. Das ist für mich beispielhaft. Um das Unkraut zu bekämpfen oder solche Unkräuter zu bekämpfen, wurde sehr viel Geld in Forschung gesteckt, sehr viel Energie verbraucht, sehr viel Lobby gemacht. Das ist das Ergebnis nach 5 Jahren Gensoja in Brasilien. Diese Unkräuter sind resistent gegenüber Roundup. Das war das Einzige, was man von der Gentechnik erwarten konnte, weil es gibt keine Ertragserhöhung. Diese Soja schmecken nicht besser, die sehen nicht besser aus, alles im Gegenteil. Jetzt sind sie noch nicht mal wirksam für das, was sie eigentlich da sein sollte. Was sagen die Agrarberater jetzt so schön? In diesem Fall sollten die Bauern die anderen Herbiziden verwenden, die vorher verteufelt wurden, die ja so schlimm giftig sind und die ja nichts mehr taugen. Dann sagen die Bauern, die sind aber auch schon resistent gegen diesen Herbiziden, was sollen wir dann jetzt machen? Dann habe ich einen Agrarberater gehört, der so schön sagte, dann soll der Bauern auch einfach hier hingehen und soll es aushacken. Also wenn das der Fortschritt der Gentechnik ist, dann muss ich ganz deutlich sagen, das geht hier nicht um Lösung der Probleme der Bauern. Es geht hier um Schaffung neuer Probleme, die wieder Profite erlangen können, bekannt sind. Und Monsanto ist kein neues Konzern. Anstatt dass die Bauern jetzt einen Vorteil haben, müssen sie mit diesem Nachteil zurechtkommen, für den ich noch keine ausreichende Erklärung habe. Das ist Fusariose. Das ist die Wurzel einer Gensoja in Brasilien, die verfault ist. Warum gibt es diese Wurzelskrankheit nur bei Gensoja und nicht bei herkömmlicher Soja? Es gibt 3 Erklärungen dafür. Eine, diese Sorten seien aus Argentinien eingeschleppt, wo es diese Krankheit schon gibt. Erklärt es nicht, weswegen es diese Krankheit nicht bei herkömmlichen Soja gibt.
und erklärt es auch nicht, warum in Brasilien diese Krankheit so zunimmt und in Argentinien nicht. Eine andere Erklärung stammt aus den USA. Bei der Gensoja hat man nicht nur eine Herbizidresistenz, man hat auch eine Pflanze mit weniger Phytohormonen. Und Pflanzen mit weniger Phytohormonen sind anfälliger für Krankheit. Eine dritte Erklärung, genveränderte Soja, gentechnisch veränderte Soja, haben einen höheren Ligninanteil, also einen höheren Holzanteil, sodass es ständig zu Rissen im Stamm und an den Wurzeln kommt. Also das sind vielleicht Erklärungen, mit denen sich die Wissenschaftler auseinandersetzen sollten und nicht zur Schlussfolgerung kommen, dass sie damit jetzt nichts mehr zu tun haben und die Bauern jetzt die Lösung selbst suchen sollen. Also wir haben eine Zunahme von neuen Problemen, technischen Problemen. Und wir haben katastrophale Auswirkungen auf die Umwelt und wir haben zunehmende Probleme mit zunehmendem Herbizideinsatz. Roundup ist in Brasilien zuständig für die größten Probleme von Vergiftungen. Hungerbekämpfung, frage ich mich immer, warum bei Soja? Soja wird exportiert. Zweitens, Hunger ist kein technisches Problem. Es hängt viel mehr vom Zugang ab als von der Produktion. Aber würde das immer noch stimmen, dann stimmt es bei der Gensoja ja nicht, weil diese Sorten nicht ertragreicher sind. Bei Mais kann ich dasselbe sagen. Wir haben in dieser Geschichte eine Verteuerung der Produktion und wir haben eine Verarmung der Kleinbauern. Das ist die Schlussfolgerung. Und wir haben eine riesige Abhängigkeit, eine Abhängigkeit eines Konzerns, denn es wurde zu einer monopolistischen Kontrolle der Betriebsmittel. Saatgut wurde zum privaten Eigentum eines Konzerns. Betriebsmittel werden zunehmend angekauft, nicht weniger. Und die Erhöhung der Betriebskosten führt zur Verarmung von Kleinbauern. Und noch schlimmer, wir haben eine Verhinderung der herkömmlichen Produktion. Brasilien könnte weltweit Soja, gentechnisch freie Soja produzieren. Bisher ist es auch noch so, dass 60% der Soja in Brasilien gentechnisch frei ist. Möchte ich hier auch ganz deutlich sagen, weil das Bild verbreitet wird, dass es keine mehr gibt. Ganz gezielt für die Bauern. Aus Soja wird ja nicht nur Sojaschrott gemacht, das Deutschland 3 Millionen Tonnen pro Jahr importiert, sondern es wird auch Sojaöl gemacht, es wird Lecithin gemacht, es werden sehr viele Sachen gemacht. Bei diesen Sachen wie Lecithin oder bei Öl wird es als gentechnisch frei bezeichnet. Gekennzeichnet. Das Sojaschrot aus derselben Pflanze soll dann aber gentechnisch verändert sein. Warum? Weil man es ganz einfach macht und versucht, es nicht zu trennen. Und die Bauern haben keine Auswahl und wenn sie es so kaufen, tragen sie ja die Risiken. In dieser Hinsicht hat man gesehen, dass in Deutschland ein großer Widerstand von Bauern entstanden ist, die darauf bestehen, gentechnisch freie Soja zu haben. Und dann hat man festgestellt, dass diese Trennung gar nicht so teuer ist. Aber Geschichten werden hier erzählt, die eigentlich nicht für anderes dienen als zur schleichenden Verseuchung. Das ist für mich die Strategie. Und diese Strategie hat sich nach folgenden Schritten in Brasilien und in Lateinamerika durchgesetzt. Bauern werden an Herbizid gewöhnt. Es wird sogar gesagt, Roundup ist kein Gift. Oder Roundup ist der gute Gift. Beispiele wie ein Eimer voller Wasser mit kleinen Fischen drin werden den Bauern gezeigt und dann wird Roundup draufgekippt. Wenn die Fische nicht tot sind, sagt man, es ist ja kein Gift. Und dass man auf die Idee kommt zu sagen, es sei nicht so giftig wie andere Stoffe, die man schon als Pestiziden verwendet. Denn Roundup wurde mehrmals als viel giftiger beurteilt als der Wirkstoff selbst, als Glyphosat. Glyphosat ist der Wirkstoff. Der Wirkstoff wird als nicht so schädlich im Vergleich zu anderen Pestiziden anerkannt. Roundup ist aber Glyphosat, Isopropylaminsalz, Wasser und noch ganz wichtig, ein Produkt, wodurch die Oberflächenspannung der Pflanze dünner wird, damit das Wirkstoff besser eindringen kann. Dieses Produkt ist viel schädlicher als das Wirkstoff selbst. Von daher ist Roundup nicht als weniger giftig oder als gutes Gift zu bezeichnen.
Die staatliche Forschung wurde in Brasilien ganz beeinflusst. Die Saatgutindustrie wurde aufgekauft und monopolisiert. Ein Gebiet wurde ausgewählt in Lateinamerika, Argentinien, mitten in der Sojaproduktion Lateinamerikas, so dass man voraussehen konnte, dass es nach Argentinien, nach Brasilien, nach Uruguay, nach Paraguay und nach Bolivien geschmuggelt wird. Nachdem geschmuggelt wurde und kein einziges Mal Monsanto sich beschwert hat, dass ihre Sorte ja geschmuggelt wurde, jetzt, wo alles kontaminiert ist, soll die neue Lösung kommen. Diese Terminator-Technologie, damit man Koexistenz gewährleisten kann und damit die Bauern nicht mehr so einfach die Sorten vermehren, weil diese Sorten ja dann unfruchtbar gemacht werden sollen. Und die Bauern in dieser Hinsicht das zahlen müssen, was Monsanto von ihnen verlangt. Zurzeit macht Monsanto das ganz geschickt nach dieser Strategie. Die Bauern zahlen über die Produktion, nicht über das Saatgut. Die Bauern zahlten im ersten Jahr 1% über die Produktion. Wenn sie das Saatgut die Soja verkaufen, die Produktion, werden sie bestraft, weil sie von dieser Technik Nutzung gemacht haben. 1% im ersten Jahr, 2% im nächsten und so sogar bis 5% kommen. Das ist viel mehr als alles, was die brasilianische Regierung in Landwirtschaft investiert hat, was Monsanto auf einmal in Lizenzgebühren kassiert hat. Dieses eine Gebiet ist Südbrasilien, Rio Grande do Sul gewesen. Das geht jetzt zum Norden, weil seit 2005 in Brasilien Gentechnik erlaubt wird. Wissenschaftler und Politiker wurden gezielt gewonnen. Ich werde hier jetzt nicht die ganzen Methoden beschreiben. Die kennt man weltweit, wie man das eigentlich schaffen kann. Netze von Agrarberatern wurden partnerschaftlich eingerichtet, sogenannten Beratungsunternehmen. Es gibt das in Deutschland auch so, dass ja nicht die Agrarberater von Monsanto zu den Bauern oder sowas gehen. Es heißt irgendwie Inoplanta, Limagrain und viele andere Namen von kleinen Unternehmen, die sich als unabhängig bezeichnen und sagen, wir haben mit Monsanto nichts zu tun, außer dass die Sorte, Mon 810 zum Beispiel, oder dass die ganze Forschung von Monsanto finanziert wird. Außer das gibt es keine Abhängigkeit. Riesige Werbungskampagnen werden durchgeführt und eine Situation de facto wird geschafft, sodass gesagt wird, ja, alles, was ich jetzt als Forschung habe, ist jetzt zu spät, weil es ist durch. Man kann es nicht mehr wieder gut machen. Günstige Angebote, das sagen wir in Brasilien, das können wir schon lange, nicht nur beim Schmuggel, sondern auch beim Drogenhandel. Am Anfang ist alles billig. Gesetzliche Rahmenbedingungen werden erzwungen, das ist dann die Geschichte danach, und Partnerorganisationen werden für die Kontrolle gewonnen. Alle Händler vor Ort, alle Genossenschaften vor Ort, die diese Produktion aufkaufen, sind zuständig für die Kontrolle. Wenn die Bauern darauf bestehen, dass es keine gentechnisch veränderte Pflanzen waren, dann müssen sie es eigentlich beweisen. Wenn sie es beweisen wollen, müssen sie einen Test machen und ihnen noch zahlen. Wenn es das Ergebnis gibt, dass es trotzdem Gensoja war, wenn sie auch keine angebaut haben, dann sind sie ja ein Verbrecher. Sie sind dann Schmuggler und das wollen sie alles nicht. So machen die Bauern es viel einfacher. Sie machen überhaupt keinen Test mehr. Und sie geben zu, dass sie sowieso alles gentechnisch verändert sein. Und dann wird alles zusammen verlagert und alles so exportiert, ohne dass man überhaupt weiß, wie viel Gensoja da drin war. Das ist die Geschichte. Ich würde hier zunächst mal sagen, ich habe ganz viel geredet und das ist immer mein Problem. Aber ich wollte noch ganz zum Schluss eine Geschichte sagen, die man in Brasilien ganz oft erzählt und die mich als Wissenschaftler immer ganz stark auch beeinflusst. Es wird von einem Mensch berichtet, der in einem Flugzeug gesessen hat und dieses Flugzeug kam zum Stürzen. Er war aber so in Ruhe, dass er sich überhaupt nicht aufgeregt hat. Er hat irgendwie einen Kaffee bestellt oder einen Whisky oder ein Bier. Und so war das Ganze, bis plötzlich doch das Flugzeug nicht gelandet ist. Wir hatten es wieder geschafft. Und dann wollten alle wissen, wie ist dieser Mensch so in Ruhe? Was war da los? Wie kann man das? Der hat das ganz einfach in einem Satz gesagt. Die Maschine gehört doch nicht mir.
Also, ich hoffe nicht alleine in diese Maschine zu sitzen, weil wir alle essen müssen. Und ich gehe nicht davon aus, dass es eine Zeit gibt, wo wir nicht mehr Essen brauchen oder sowas. Also Nahrung hat mit uns allen zu tun. Wenn es eine Sache gibt, die Bauern in Südbrasilien überzeugt haben, Biosoja anzubauen, war es nicht sozioökonomische Vorteile, die ich festgestellt habe. Mehr Preis, weniger Betriebskosten, alles das nicht. Gesundheit. Die meisten Menschen, die Biosoja anbauen, sind Menschen, die schon Vergiftungsprobleme in der Familie haben. Und das ist ein wichtiger Ansatzpunkt. Bauern, die auf dem Lande leben und arbeiten, sind genauso betroffen von Pestizideinsatz wie die Konsumenten. Sie essen das ja auch. Wissenschaftler sind genau davon betroffen und wir können nicht so tun, als ob die Maschine uns nicht gehört. Vielen Dank, werden viel mehr dafür sorgen, dass dieses Flugzeug nicht stürzt. Vielen Dank. Ja, ich glaube, ich war noch nie in so einer Veranstaltung, wo so viele Menschen so leise zugehört haben. Und diese ganze Aufmerksamkeit interpretiere ich als Menschen, die da sind, die sehr viele Kenntnisse haben und diese Kenntnisse auch für die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen verwenden. Das ist für mich der einzige Grund, weswegen Wissenschaft da sein sollte. Und weswegen Wissen auch nach wie vor wichtig ist, damit das Leben der Menschen verbessert wird. Und das, glaube ich, ist auch der Grund, weswegen Aufklärungsarbeit wichtig ist, weswegen wir auch gegen den Strom weiterkämpfen müssen und auch nicht aufgeben, weil wir wissen, dass die Macht der Agrarkonzerne sehr groß ist. Wir wissen, dass es weltweit eine Ausbreitung von Gentechnik gibt und wir es eigentlich nicht wollen. Vielen Dank, dass in solche Veranstaltungen man sich nicht als Einzelkämpfer fühlt, sondern dass es da sehr viele engagierte Menschen gibt, die auch sich nicht von Argumenten überzeugen lassen, die eigentlich längst widerlegt wurden, aber immer noch Menschen finden, die es glauben. Also ich glaube, dass wir mit der Aufklärungsarbeit weitermachen sollten. Ich werde mich auch freuen, in anderen Veranstaltungen oder im Kontakt zu bleiben, dieses Buch vielleicht auch in meinem Land in die portugiesische Sprache zu bringen. Also wir haben ganz viel zu tun und vielen Dank nochmals für die ganze Zusammenarbeit.